mitgehe, nehme ich nicht meine eigene Waffe mit. Der Monolith ist gut geschützt. Wir müssen die Energieversorgung des Schildes unterbrechen. Jawohl. Was suchende Plasmasystemverbesserung? Aber her damit. Denn... Das wäre dann wahrscheinlich hier oben. Ein Behälter ist Schrotwindlauf. Wir müssen alle Schilder deaktivieren, hm? So wie es aussieht. Nehme ich... Das sieht mir nach einer Riesenkanone aus. Kann ich auf dem Schild laufen? Ja, nein. Ich kann auf dem Schild laufen, gibt keinen Schein. Geil. Oh, nein, 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 nein. Ich hätte gern hier durch. Artefaktkiste. Der ist aber nichts. Kann ich nicht looten. Wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr. Gut, hier gibt es nichts zu looten. Aber wenn ich... Wenn ich hier bin... Wird er auch größer, wenn ich hier reingehe. Gut, die Schilder sind eigentlich immer noch offline. Ich denke nicht, dass ich irgendwo noch vergessen habe, ein Schild ein Generator auszuschalten. Wenn ich jetzt hier runterspringe, ist dann ein Strohwagen unter mir? Denke nicht. Aber dennoch... Ich kann es auch nicht scannen. Interessant auf jeden Fall. Gehen wir mal hier. Deaktivieren dies. Nichts wie hin, bevor doch noch mehr kommen. Wer sind Sie? Oh, ein Kroganer. Wir sind von der Nexus. Andromeda-Initiative. Wir wollen keinen Ärger. Behaupten Sie. Ich weiß immer noch nicht, wer Sie sind. Oh, bitte, Drax, Schluss damit. Vetra, was machen Sie denn hier? Ich gehöre zum Pathfinder. Diesem Pathfinder. Vetras Freunde sind auch meine Freunde. Nennen Sie mich Ryder. Twix. Drag, Nakmor Clan. Sie verzeihen, dass ich Fremden von der Nexus nicht vertraue. Sie haben uns Kogana nicht gerade gut behandelt. Was machen Sie hier draußen? Wir behaupten uns. Erkunden. Nicht nur Sie machen hier draußen Jagd auf Cat. Mit der Bewaffnung erlegen Sie eine ganze Armee. Die Nexus weiß nichts über die Cat. Sie wähnt sich sicher und wartet im Weltraum doch nur auf den Tod. Ich bin jetzt schon eine Weile im Einsatz. Ich schalte Cat-Basen aus und bekämpfe Bodentruppen. Ich weiß, was Sie können. Schön ist es nicht. Drac,
Wir könnten jemanden wie Sie gebrauchen. So verlockend das ist, Vetra. Ich bin ein bisschen zu alt, um mich im Kampf um Menschen zu kümmern. Außerdem helfe ich den Exos erst an dem Tag wieder, an dem die Wolken sich teilen und die Kette hinüber sind. Nichts mehr ungut. Schon okay. Gut, denn langsam langweile ich mich und die Kette werden immer stärker. Sie scheinen sich besonders für diese Alien-Tech zu interessieren. Die Relikte? Ja, genau die. Ich suche mir jetzt was, worauf ich schießen kann. Passen Sie auf Ihren Kopf auf. Modifiziert. Ich mag den Typen. Cora, ich habe einen Ersatz für dich. Ein toter Kettpirsche. Nach dem Tod wurde ihm ein Zahn entfernt. Vermutlich als Trophäe. Ja, aber sowas von. Terminals? Hier sind... Aber von hier komme er. Anton, Darren T. Wir können nicht ungeschehen machen, was hier passiert ist. Aber wir können dafür sorgen, dass man sich an ihn erinnert. Ja, das können wir, Pathfinder. Mhm. Oh, tut er verblutet. Mehrere Schnittwunden, Abschürfungen deuten darauf hin, dass die Kette eine Autopsie durchgeführt haben, als das Opfer noch am Leben war. DNA stimmt überein. Ja, die haben uns auch studiert. Wahrscheinlich nach dem Vorfall. Nekropsie. Nur der Titel lässt sich eindeutig übersetzen. Der Rest ist in Kettschrift verfasst. Ohne weitere Sprachstudien können nur einige wenige Worte übersetzt werden. Teilübersetzung. Niedere Spezies. Gewöhnlich und Entsorgung. Bin unterwegs. Mr. Cat. Ein Feldlog, Pathfinder. Ausgegeben an patrouillierende Cat. Ich brauche keine Übersetzung, um zu wissen, wann ich einem Monster zuhöre. Erweitere Sprachendatenbank. Ich dachte, die haben. Es wäre übersetzt. Alle Komponenten von Anlage 2 liegen jetzt vor. Dann gehen wir jetzt zur Forschungsstation von Anlage 2 und finden heraus, was man damit anfangen kann. Muss ich schon wieder zurück. Das ist so das typische Quest-Schema. Gehe zu B, gehe zurück nach A, gehe zu D, aber mach keinen Halt auf C und dann ist alles bei C. Ja, kann ich nicht mehr scannen. Und ich stecke gerade fest, jetzt nicht mehr. Haben wir noch einen Behälter? Artefaktenkiste. Na, okay. Dann geht's da raus und da raus. Dann haben wir hier bereits das vorbei. Dann dürfte es hier aber noch eine Anlage, genau dort. Aber Phoebe war in dem Sinne hier schon einmal. Was ist das eigentlich für eine... Ist das eine Forschungsanlage von den Cass? Muss ich auch noch alles aktivieren. Oh, hier gibt's... Hier wird es definitiv Kämpfe geben. Forschungsdatenbank. Geben wenigstens noch ein bisschen Erfahrung. Ist hier hinten eigentlich noch etwas? Wir gehen hier noch schnell. Ja, Stufe 1 können wir ertragen. Stufe 3 aber nicht. Da gehen wir aber wieder rein. Keine kritischen Strahlungswerte registriert. Lebenserhaltung ist stabil. Helois. Forschung.
Sehr viele kleine Details. Lebenserhaltung ist wieder online. Gut, dann nachgeladen sollte eigentlich alles sein. So, Health könnte mir noch ein bisschen brauchen, aber das lassen wir. Ich würde sagen, uns fehlt noch etwas. Ich schätze, wir brauchen mehr dieser Bilder. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Okay. Ja, dafür sind wahrscheinlich die Kisten auf der anderen Seite gedacht. So, die hier. Jump ran einladen. Ich frage mich, ob wir eigentlich noch... Okay. Sonst hat es hier nichts. Dort hat es aber auch nochmal eine. Zwei. Okay. Na komm schon. Das kann doch nicht so schwer sein. Und ich habe schon wieder vergessen, die Zeit zu stoppen. Das gibt's doch nicht. Ah. So. Das sollte es gewesen sein. Das heißt, ich brauche beim nächsten Mal drei. Eingabe akzeptiert. Das hat irgendwas bewirkt. Ich sehe überall Bahnen aufleuchten. Die Monolithen resonieren. UVK-Kontakt? Tja, was auch immer passiert. Auf jeden Fall verbinden Sie sich. Gute Arbeit. Machen Sie weiter. Lebensfähigkeit 9%. Und keine Cass, keine Relikte? Also ich habe jetzt mit einem Reliktenkampf gerechnet. Ja, dann halt nicht so. 3000, wir haben noch ein Level Up. Level Up mache ich aber später. Gehen wir doch mal in dieser Region dort. Sofern möglich. Weil dann kommen wir später noch nochmal hier auf EOS Grund Strahlungswiderstandsfähigkeit. Ja. Ja, das war okay. Gut, dann blinkt hier nichts mehr. Der Generator. Hier eigentlich auch nicht mehr. Mir fehlt eigentlich noch eine Kanone auf dem Nomad. Und der müsste ich auch wieder. Funktioniert das eigentlich? Ja, das funktioniert. Lebenserhaltung wird wieder aufgefüllt. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. In der Basis. Naja, wenn es geht. Eigentlich wäre wahrscheinlich eher gedacht, hier oben. Ja, das Typ ist im Weg. So.